Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, das ist nur ein kleines Video. Ihr habt mir geschrieben, dass es in der Kicker gerade eine limitierte Auflage gibt. Da habe ich mir die Kicker doch direkt mal besorgt. Und Christian Pulisic ist da drin. Und von der neuen Match Attacks 2017-2018er Serie. Ja, und ich habe die Zeitung direkt mal gekauft. Wer sich nicht an das letzte Video erinnert, beziehungsweise das vorletzte oder so, da haben wir hier so einen Promo-Booster ausgepackt. Da waren 5 Karten drin. Wer das Video noch nicht gesehen hat, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ja, und dann gucken wir mal. Ja, neben der Karte, ups, hier ist das von der Kamera, dieses Bändchen ein bisschen im Weg, egal. Es ist nur diese eine Karte da drin, ich habe da schon mal reingeschaut. Hier ist sie. Magic Tags 2017, 2018, die erste limitierte Karte. Und ab dem 21. kommt die Serie schon raus. Ja, mal gucken. Ich habe es ja schon vorbestellt, ob die Karten vor Samstag ankommen oder nicht. Weil sonst muss ich mir für Samstag irgendwas anderes überlegen. Ja, hier ist er, die Karte. Die ist hier festgeklebt und ich löse sie. Vorsichtig. Ui, und hier ist sie. Die erste limitierte Karte. Limitierte Auflage mit den 5 Sternen. 39 in der Abwehr, 82 im Angriff. Er spielt im Mittelfeld, hat einen Marktwert von 9 Millionen. Ui. Und es ist die limitierte Karte Nummer 22, also wird es mindestens 21 weitere Karten geben, wenn er nicht die letzte Nummer ist. Mal schauen. 22 limitierte Karten ist schon gar nicht so wenig. Wird wahrscheinlich in den Tins und so weiter noch die Karten geben. Naja, dieses ist jetzt nur ein kleines Video, was spontan zwischendrin halt kommen soll. Damit ihr seht, dass es hier schon die erste besondere Karte zu dieser Serie gibt, ja. Man sieht hier noch so ein Pack und so, aber das sind leider keine echten Karten, die kann man nicht anfassen. Schade, aber es geht demnächst los und dieses Video ist quasi für euch, damit ihr seht, dass es auch wirklich bald losgeht und dass es jetzt auch da ein bisschen ins Rollen kommt alles. Dann kommt auch bald das Starterpaket und die Tindosen und der Weihnachtskalender und. Ja, ich würde sagen, das war's für dieses Video, es ist nur ein kleiner Einblick. Bis dann, euer Sammlerwelten.